Willkommen, Freunde, zurück zur Staffel 3, wo ich mich erstmal entschuldigen will, dass ich in den letzten Videos so schlecht drauf war. Aber es ist wirklich so, nichts, was ich in dieser Staffel vorhatte zu machen, ist bisher irgendwie auch nur ansatzweise so möglich gewesen. Bei mir ist so viel schief gegangen, da ging es einfach irgendwann, war die Laune einfach im Keller. Tut mir sorry, aber auch ich bin nur ein Mensch und habe irgendwann auch einfach mal die Schnauze voll. Und zwar gestrichen. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Während mich diese ganze Schrift auf dem Bildschirm annervt. Kommt her, ich möchte gegen irgendwas kämpfen. Ich brauche nämlich ein bisschen Gold. Ich habe nichts mehr. Oh ja, schön die Landsknecht-Kavallerie hier vorne. Reite wie der Wind. Mein Pferd, das wahrscheinlich hinkt. Auf jeden Fall fett stinkt. So, jetzt pass mal auf. Imperiumsfäustli. Lass bitte meine Söldner in Ruhe. Die haben es nicht gern, wenn sie gekloppt werden. Wie, der hat meinen Hammer überlebt. Seid ihr fertig? Das ist schön. Hier gibt es auch schön was zum Verschachern. Wir können aktuell jede Goldmünze gebrauchen. Nächste Stadt bitte. Ich glaube, wir können hier helfen. Das sieht eigentlich so aus, als könnten wir das schaffen. Das können wir auch schaffen. Los, Leute, wir helfen, diese Stadt zu verteidigen. Au, ist gut. Wo kommen die denn hoch? Hier. Schützen, geht mal zur Seite, bitte. Schützen zur Seite. Mein Hammer ist bereit. Wenn ihr aufs Maul wollt, kriegt ihr auch aufs Maul. Da. Einfach immer drauf. Da hinten ist auch eine Leiter. Ich sag's euch, diese Mauern halten wir. Des Lordes Hammer ist bereit. Oh nein, der ist eigentlich halt verreckt. Ganze Schützen trauen sich nicht hoch. Ich hab grad richtig Freude mit dem Hammer. Ich glaube, die Waffe gebe ich so schnell nicht wieder her. Ich liebe ihn. Hallo.
Die dürfen nicht durchbrechen. Position halten und sichern, Freunde. Position halten und sichern. Verschwinde! Weg! Husch! Wie viele kommen denn noch? Langsam schlafen mir die Arme ein! Vom Rodox kloppen! Ich glaube, die Welle haben wir gleich geschafft. Aber viele sind es nicht mehr. Und das war's. Haben wir gut gemacht. Mein Hammer hat gut reingekloppt. Endlich mal ein Erfolgserlebnis wieder. Vielen Dank für eure Hilfe, Herr. Kein Problem. Ich brauche Kohle, daher nehme ich dich gefangen, es tut mir leid. So, jetzt wollen wir doch erstmal sehen hier. Also den Waffenknecht holen wir uns, eigentlich holen wir uns alles ran, würde ich sagen. Hier sind nämlich sogar ziemlich gute Truppen mit am Start. Verleiben wir uns mal alles ein, können wir alles gut gebrauchen. Sowieso, immer her damit. So, ach ja, ich habe ja niemanden, dem ich irgendwas geben könnte. Meine ganzen Gefährten sind ja alle auf und davon im Winter verwäht. Dann gehe ich erstmal zum Marktplätzli. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte zum Marktplätzli, bitte. Ich möchte die ganze Kacke hier in Gold verwandeln. Gold, das ich gut gebrauchen kann. Danke. So, Schenkel. Wo ist denn Chiremus? Der wäre mir am wichtigsten. In Uxkal. Die sind alle Gefangene, wie es aussieht. Was mir natürlich missfällt, aber was will man machen? Guck mal hier in die Schenke, ob hier jemand ist. Nee, du stehst nicht auf der Liste, mein Engel. Es tut mir leid. Genauso wenig, wie du auf der Liste stehst. Kriege ich irgendwen von euch umsonst? Nee, dann will ich dich nicht. Ob ich der 500 in die Hand drücken würde. Na gut, wenn die nicht umsonst sind, kann ich es auch nicht gebrauchen. Wären so umsonst, hätte ich dir die Ausrüstung abgenommen, aber so. So sind die mir wert wie Chlor. Nee, tut mir leid. Also das Dorf ist wert, jetzt nicht von der Bandite befreien. Da hab ich keine Lust drauf. Hol ich mal lieber noch ein paar Rekrödeln. Sieben Truppen und die haben halt jede Menge meiner Leute gefangen. Und der Arsch kürt raus, um mir die Fresse zu polieren. Lol, war das knapp. Yay, das war richtig doll, war das. Dann sind ja meine Leute jetzt alle wieder unterwegs, hä? Sind die alle in der Schenke eventuell? Sind sie? Zumindest die Cleffy ist hier. Alle anderen sind aktuell nicht bekannt, wie es aussieht.
Na gut, vielleicht sind die ja von alleine auf dem Weg zu mir. Wer weiß? So oder so, so eine Friedenszeit ist doch mal was Feines. Schauen wir mal in die Schenkel. Lösegeldvermittler. Von meinen Leuten ist keiner in Gefangenschaft, okay. Bitteschön. Kann ich was befördern? Habe ich Geld dafür? Ein bisschen Geld habe ich noch. Nicht viel, aber immerhin. Nicht mal das kann ich mir leisten. Na, schönen Dank. Wenigstens ist die Clearfee wieder da. Da haben wir schon mal einen wieder rein. Alle anderen sind unbekannt. Ich habe kein Geld. Ihr habt da 5 Dinare. Mehr kann ich nicht setzen. Ich probiere trotzdem mal zu gewinnen. Ich brauche jede Münze aktuell. War ich nicht. Doch, voll daneben. Ich bin der übelste Held. Verzeihung. Verzeihung. Damit ist Team Grün das einzige Team, was noch komplett ist. Und Team Gelb ist ganz ausradiert. Genauso wie Team Blau. Haha. Ja, wetten kann ich nichts, also auf in die nächste Runde. Hab was gekillt. Gut gemacht, das nenne ich mal Teamarbeit hier. Nee, will ich gar nicht. Nächste Runde bitte. Oh, das war ja noch bessere Teamarbeit. Respekt. Ah, kann ich doch nicht. Ich merk's mir einfach nicht. Ist die Macht der Gewohnheit, dass man Wetten auf sich platzieren will? Wieso habt ihr den so eingebuddelt? Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr die Lanze anlegen. Du hast echt überhaupt keine Ahnung, was du hier treibst. Kann das? Wieso so viele gegen mich? Au, wieso trifft er mich? Mieses Stück. Hättest du wohl gern. Oh, aber ich hab den erwischt. Oh, jetzt gibt's aufs Maul. Komm schon. Ich versuche einfach mal wegzurennen, aber der ist leider genauso schnell wie ich. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Mann, kann hier nicht mal einer... Ah, das wollte ich gar nicht. Was habe ich gemacht? Da. Na endlich! Heilige! Hat das gedauert. Nächste Runde, ich habe kein Geld. Joa.
Da haben sich unsere Ponys geküsst und der ist dabei gestorben, ne? Das kann schon mal vorkommen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Im Finale verrecke ich immer gern. Siehste? Ich sag's noch, im Finale verrecke ich. Sei nicht so eine fiese, kleine, geleckte Sau. Aber ich habe ihn wieder mal erwischt. So, jetzt ist Ruhe im Kasten. Ich will mein Geld sofort. Bar auf die Kralle, ich danke euch. Viel ist es nicht geworden, klar, aber... besser als nichts. Damit können wir wenigstens Rekruten wieder aufpolieren und vielleicht sogar ein paar neue holen. Haben wir hier schon rekrutiert? Weiß einer was? Nee, haben wir nicht. Da können wir uns gleich noch hier unser Kleid stellen. Hat jeder voll kapiert, was ich jetzt wollte? Oh, Kohle. Kohle ist immer was Feines. Für so einen kleinen Lappen wie mich ist das ganz was Wichtiges. So ein bisschen Kohle kann man gebrauchen. So, wir gehen zur Schenke. Wollen wir noch die ganzen Deppen rumlaufen, mit denen ich gar nichts zu schaffen haben will? Probieren wir es nochmal in Suno. Kann ich alles nicht hier brauchen gerade? Dann... die Riemen? Ah ne, haben wir mit denen noch? Sind wir mit dem noch? Haben wir noch? Oder was? Wir probieren es nochmal in Uxgall. Der Schavi jedenfalls ist in Tulga. Da reiten wir mal Richtung Tulga. Was ja auch der nächste Weg ist. Und wir müssen durch Feindesland. Aber keine Feinde in der Nähe, das ist schön. Tulga, alte Kackbratze. Grüß dich. Schenke, gibt's die Schavi zum Mitnehmen, bitte? Da war's doch. Willkommen zurück. Aber sonst... gibt's jetzt hier niemanden, den ich gebrauchen könnte. Wenn wir schon mal hier sind, schauen wir uns mal in Ichabu um. Vielleicht steht da noch einer rum. So, ihr wollt euch mit mir anlegen? Komm her, mein Hammer ist durstig, Freund. Au! Jetzt habe ich die Faxen aber gleich mal, Dicke. Hätte er mich fast fertig gemacht, der Sack. Probieren wir es nochmal mit der Schenke. Landsknecht Reiterpack. Kann ich nicht gebrauchen. Nara, ich küt. Hast du jemanden, den ich mitnehmen möchte? Bundok, stehst du nicht auf der Liste? Du stehst auf der Liste! Bitteschön, willkommen bei uns. Mein Bundukscher Freund. Deshavi, du kannst mal nach oben zur Kleffi rüber. Bundok, du gehst auch mal mit nach oben. Und by the way, du bist noch ja nicht Imperiumsfäuschli. Landsknecht Kavallerie. Waffenknechtlis. Der erste Ritter ist wieder da. Fusseldotski. Gut. Haben wir gemacht. Halma. Wie geht's dir, du stolzes Städtelein?
Leute, die kein Mensch will, na. Das kennt man ja zur Genüge. Hier gibt es doch schon wieder Beförderungsanfragen. Revadin? Du hast nicht zufällig jemanden, den ich kenne? Händler. Ach, der Händler von Revadin, Hallöchen. Ah, Lord Peter, die Sache lief nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte. König Jaroklek konnte meinen kleinen Friedensbruch doch nicht so gönnerhaft übersehen. Oh, er ist schon dankbar, dass ich seinen kriminellen Hauptmann entfernt habe. Eine Wache, der Banditen hereinlässt, lässt für den richtigen Preis auch eine feindliche Armee herein. Aber er kann mich nicht hier herumspazieren sehen, sozusagen als bleibende Erinnerung daran, dass er sich um diese Angelegenheit nicht selbst gekümmert hat. Das ist nicht ganz fair. Fair? Dieses Kalradia, mein Junge. Könige machen, was sie wollen. Und der Rest von uns muss sich anpassen. Er hat mich nicht aufknüpfen lassen und mir sogar noch Zeit gegeben, meine Ländereien zu verkaufen. Hat sogar noch ein gutes Wort bei den anderen Kaufleuten eingelegt, damit sie mir einen fairen Preis machen. Das ist für einen König wirklich sehr gönnerhaft, aber er ist ein schwacher König, wie sie alle hier. Und schwache Könige müssen sich immer um ihre Autorität kümmern. Und dann erst um die Gerechtigkeit. Ich würde an seiner Stelle wohl dasselbe tun. Jedenfalls würde ich, König Jaroklek, eure Rolle in dieser Angelegenheit nicht unter die Nase reiben, aber ihr habt seine Aufmerksamkeit erregt und er hat beschlossen, dass ihr des Hängens nicht wert seid. Und das ist etwas, auf das ich jederzeit anstoßen würde. Vielleicht hat er in der Zukunft sogar Arbeit für euch oder ihr könntet eure Dienste einem seiner Mitbewerber anbieten. Nun, ich hoffe, ihr habt ein bisschen darüber gelernt, was zu tun ist, um in diesem zerrütteten Land am Leben zu bleiben. Und ich vermute, dass das euch verdiente Geld nicht verschwendet ist. Viel Glück. Ja, ich danke dir, mein Freund. Mit dem Überleben habe ich noch nicht so ganz gerafft. Ich sterbe hier viel zu oft, aber ich bin davon überzeugt, früher oder später werden wir schon alles gerade biegen. Das kriege ich schon hin. Naja gut, Leute, wir machen für heute erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.